Ein weiteres Sammelobjekt für uns. Können wir hier auch mal irgendwas plündern, ey? Ist hier mal irgendwas vielleicht nicht verschlossen? Die Herren da oben wachen der Akustik nach wieder auf. Macht nichts, wir haben alles geplündert, was wir hier wollten. So. Hier hast du dein Versetzungsschreiben. Du bist doch wahnsinnig. Ich meine, danke, Mann. Bitte. Keine Ursache. Wann wirst du diese Insel verlassen? Ach, jetzt, wo ich das Schreiben in der Tasche habe, kann das warten. Die Gewissheit zu haben, dass ich abhauen kann, reicht mir völlig. Und so wie es da draußen aussieht, bin ich hier wohl eh besser aufgehoben. Das ist durchaus möglich, ja. Weißt du etwas über Difo Ego? Er ist nachts verschwunden. Sprich doch mal mit den Nachtwachen. Okay. Wer auch immer die Nachtwachen sind. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal einen Hinweis. Und wir haben noch einen Teleporter. Geht doch. Immer diese epische Musik bei den Teleportern. Irgendwie witzig. Und wir sind wieder an dem Strand. Ich wette, die nächste Krabbe lässt nicht lange auf sich warten. Da hinten ist sie schon. Ich habe noch nicht mal zu Ende geredet. Da ist sie schon im Bild. Ah ja, klar. Ich glaube, hier wären wir runtergekommen, wenn wir diesem Felsklippenweg gefolgt wären. Vor zwischen bestimmt schon zwei Folgen. Keine Ahnung. Ich nehme schon die ganze Zeit ein Stück auf. Machen sie eigentlich schon ein bisschen mehr Schaden? Ich habe keine Ahnung, ich habe voll den Überblick verloren. Ups, versehentlich Schwert weggesteckt. Das sollte möglichst nicht passieren. Irgendwie brauchen wir immer noch irgendwie, um die Gegner loszukriegen, Mann. Naja, schnell nicht wirklich, aber wir haben es tot gekriegt, das ist die Hauptsache. Scharfauge nehmen wir mit. Da kann man, glaube ich, lustige Tränke draus mixen. Oh Mann, noch mindestens drei Sandhäufe und eine Krabbe. Das Meeresgetier klatschen geht weiter. Uah, ausweichen. Oh, noch ein Sandteufel, meine Güte. Ich hab's irgendwie nicht vermisst. Jetzt eine halbe Stunde oder so. Oh, diese Krabben, ey. Ich bin froh, wenn wir mal irgendwie mal eine Stunde spielen können, ohne auf diese scheiß Krabben zu treffen. Mistviecher, Elende, ey. Moment, da war noch irgendwas. Magiebeere, Proviant, brauchen wir dringend, haben nicht so viel. Schädelblüte, kommt mit. Was ist denn hier? Eine Ratte. Na gut. Ding. Ratte tot. So, haben wir hier noch was? Ahnenstein, Altar, verschlossene Truhe. Naja, gut. Das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Aber es gibt noch eine andere Seite auf dem Strand von Takarigua. Also da hinten. Also auf der anderen Seite von dem Bootspier aus, meine ich natürlich. Gehen wir da mal gucken, wer da so sein Unwesen treibt. Auf jeden Fall gibt es hier erstmal einen Goldklee. Das ist ja schon mal was wert. Und natürlich Sandteufel. Ich hätte es wissen müssen. Und natürlich sind sie wieder sehr zahlreich. Das haben diese Drecksviecher immer gemeinsam. Tauchen nie alleine auf, die Sandteufel, ne? Ich will gar nicht wissen, wie viel an dem Strand hier noch lauern. Aber ich weiß, wir werden sie alle ins Jenseits befördern. Einfach, weil wir es können. So. Hier lag irgend so eine Schnapsbuddel auf dem Meeresgrund. Die hätte ich ganz gerne eingesammelt, aber das können wir scheinbar nicht. Okay, das da vorne ist eine Schildkröte, kein Sandteufel. Man merkt, wir haben etwas anderes gefunden am Strand als Sandteufel.
Das tat weh. Ach, ich fand, es ging. Oh, da ist schon die nächste Krabbe. Oh mein Gott, ey. Bones, das wird lustig. Drei gleich. Krabbenmassaker hier. Der steht nicht mehr auf. Jupp, das sehe ich. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen. Aber echt, ey. Ah, da kommt schon die nächste. Und da ist auf jeden Fall noch mehr viel Zeug und ein Lagerfeuer. Das ist bestimmt dieser Horas oder wie der heißt, ist bestimmt dahin getürmt, weil sonst waren wir ja eigentlich fast schon überall auf der Insel. Das war's mit dem Vieh. Oh Gott, mindestens vier Sandteufel. Was ist denn los auf dieser Insel? Okay, das haben wir erledigt. Aus deiner Haut mache ich mir. Oh Mann, noch einer. Gerade um das gute Opferfleisch. So. Da sitzt tatsächlich jemand, ich hab's doch gesagt. Ist hier noch irgendwas? Muschel. Hier noch? Nö, okay. Dann quatschen wir noch mal mit dem. Moment. Nee, wir quatschen noch nicht mit dem. Wir sammeln erstmal die Magiebeere ein. Und den kurzen. Knacken die Truhe und dann reden wir mit Horas. Wie gesagt, man muss Prioritäten setzen, ne? Ich find's logisch. So. Und Horas. Hey, was willst du? Und du bist? Ich bin Horas, Wächter im Auftrag der Magier. Oha! Zurzeit verstecke ich mich vor der Inquisition. Ich habe mich mit Kommandant Sebastiano getroffen. Dann weißt du bestimmt auch, dass der Kommandant mich tot sehen will. Korrekt. Ich hörte davon. Du sollst ihm etwas geklaut haben. Tatsächlich. Und? Hast du? Klar habe ich. Hier, diesen Monolithenstein, direkt aus Di Fuegos Büro. Deshalb bin ich ja hergekommen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Sondern? Kommandant Sebastiano will die Koordinaten von Taranis. Warum das denn? Was glaubst du, hat die Inquisition vor? Nun, die Soldaten hier wollen sich bestimmt nicht mit uns Wächtern verbünden. Sie planen einen Angriff gegen die Magier? Selbst wenn sie unsere Insel finden, mit ihren Musketen haben sie keine Chance gegen die Kristallmagie. Allein, dass sie es versuchen könnten, ist beunruhigend. Genau deshalb muss ich zurück nach Taranis. Das ist doch noch nicht alles, oder? Nein, das stimmt. Ich muss meine Beute nach Taranis bringen. Die du hier gestohlen hast. Und wenn schon, die Magier müssen erfahren, was hier los ist. Gut, ich nehme dich mit. Mein Kahn liegt in einer kleinen Bucht in der Nähe der Mangroven. Die Mangroven? Da habe ich mich ein paar Tage lang versteckt, das finde ich schon. Ach ja, und noch was. Danke. Wir haben jemand Neues rekrutiert für unsere Crew. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ein bisschen Proviant brutzeln. Zwar nicht viel, aber immerhin. Hier der grüne Streifen scheint ein bisschen ruhiger zu sein. Ja, da hätte ich noch diese eine Jaguar. Die hatten wir ja eben schon bei unserer Ankunft hier erspäht. Ich denke, jetzt kommen wir nicht darum rum, das gute Viech niederzustrecken. Überraschung! Der guckt in der Tat echt überrascht, der Gute.
Das war's mit dem Vieh. Das hat auch gut funktioniert. So, jetzt sind wir wieder hier. Was haben wir noch zu tun? Wir wollten auf jeden Fall mit den Deserteuren reden. Ah, ich glaube, da gehen wir am besten am schnellsten von Jacks Turm hin. Spannende Frage ist, jetzt nach einiger Zeit, hat Jack da vielleicht wieder Proviant? Ah, erstmal reden wir mit ihm darüber, genau. Gewesen. Und? Was für Neuigkeiten hast du im Gepäck? Da herrscht militärischer Drill und Untergangsstimmung. Mann, denen geht wohl auch so langsam die Muffe, was? Ja, aber sonst hast du nicht viel verpasst. Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Noch ein Tipp für dich. Ist die Lage auch noch so beschissen, sauf sie dir schön und die Welt ist in Ordnung. Das schreibe ich mir auf meine Fahne. Sauf dir die Welt schön. Hat auf jeden Fall wieder Fusel. So, ich glaube, jetzt sind wir was Dingsbums angeht schon ganz gut aufgestellt. Benutzbares da. Fusel 18. Das ist doch schön. Das ist sogar richtig schön. Gut, das ist aber eigentlich nicht der Grund, warum wir hier sind. Wir wollten ein bisschen mit den beiden Deserteuren quatschen. Wir sagen, wir töten sie natürlich nicht. Wir tun so, als würden wir sie, hätten wir sie getötet und drehen dann mit Sebastiano. Oder hier, sie sind tot. Vielleicht belohnt er uns ja trotzdem. Also ich würde zumindest versuchen, das so hinzukriegen. Weil eigentlich finde ich die beiden Kerlchen ganz sympathisch. Möchte sie ungern niederstrecken. Aber wenn uns keine andere Wahl bleibt, werden wir auch das natürlich tun. Aber ich würde es gerne erstmal verhindern. Versuchen zu verhindern. Sagen wir es so rum. Ich soll dich von Sebastiano grüßen. Oh, ich schätze, jetzt bin ich wirklich im Arsch. Nö. Bleib locker. Ich soll locker bleiben? Klar. Gib mir einfach 200 Gold und ich sage Sebastiano, dass die Sache geregelt ist. Das würdest du für mich tun? Wenn du mich das nochmal fragst, überlege ich es mir vielleicht nochmal. Ist ja gut. Hier ist dein Gold. Danke. Sehr schön. Ihn haben wir abkassiert. Nochmal zu Nummer 2 rennen. Hatten wir da hinten nicht auch noch irgendwo einen Golem? War doch auch immer noch so eine Nebenstraße mit so einem Golem, ne? Da gehen wir auch keiner mal hin. Bei den Golem in der Totenkopfhöhle haben wir ja schon ganz gut gepackt. Dann sehe ich auch keinen Zweifel, habe ich auch keinen Zweifel daran, dass wir den anderen Golem hier auch packen. So, wo ist jetzt der andere Kerl? Der war doch hier irgendwo. Ach ja, der war ja bei der Höhle, genau. Der schiebt ja Wache an der Höhle. Das war ein Pilz, ne? Ja. Sebastiano möchte dich tot sehen. Ich weiß. Und was gedenkst du zu tun? Gar nichts. Halt dich weiter versteckt. Wenn du dich nicht blicken lässt, wird dich jeder für tot halten. Du hast Schneid, Junge. Das gefällt mir. Manu, der gibt uns kein Gold. Hätten wir ihn doch töten sollen. Hätten plündern sollen, das hätte vielleicht mehr gebracht. Versteckte Kiste, verschlossen. Okay. Die scheint später noch wichtig zu werden. Weil es scheint keine Kiste zu sein, die wir mit einem Dietrich knacken können, sonst hätten wir zumindest ein Kistenlevel angezeigt bekommen. So, wo war jetzt der Gude? Da war links irgendwo, glaube ich, noch. Wo war da? Da war doch noch irgendwas am Feuer. Moment. Fusel, nehmen wir mit. Ich höre komische Geräusche. Das gefällt mir nicht. Hier war früher auf jeden Fall der Durchgang zum Piratenlager. Das ist jetzt ja auf der Karte unschwer zu erkennen, dass der zu ist. Aber wir gucken uns hier trotzdem nochmal um. Genau, da hinten ist der Golem. Den hatten wir ja vorhin schon erspäht. Bones ist da. Sehr gut. Oh Gott. Schattenviecher. Schattenviecher. Die Golems haben einen Vorteil. Also einen gravierenden Vorteil, wenn man gegen sie kämpft. Sie sind nicht so überragend schnell.
Seht ihr ja, man kann die ganz gut. Sie halten viel aus, aber man kann die ganz gut einschenken. Zäh sind sie nicht, desto trotz. Ich doch hoffen, dass er nicht mehr aufsteht. Das war meine ganze Arbeit umsonst. Nehmen wir die Kiste hier wenigstens auf? Nein. Na okay, wir müssen dringend ein bisschen Schlossknacken skillen. Wir haben ja schon das Amulett mit Schlossknacken und Taschendiebstahl plus 10, aber irgendwie ist eine unglaublich nützliche Fähigkeit in den Risen-Spielen, Schlossknacken und Taschendiebstahl. Das ist so Hammer. So, sterbt. Baumwürger. Geisterblume. Aha. Das ist der Kräutergarten, der hier wächst. Okay, aber jetzt haben wir fertig. So, dann würde ich sagen, zurück zu Sebastiano und ihm mal sagen, wir haben die Deserteure getötet. Ja, getötet. Mit ganz großen Anführungsstrichen. Hopp, da war noch irgendwas. Keiner gesehen. Kann ich mich hier wo hinlegen? Wenn du weiter so auffällig bist, wirst du nicht besonders alt. Ja, ach Mist, wir sind wieder in der Geisterwelt. Kacke. Da ist scheinbar noch Bones. Jetzt ist Bones weg. Wird ihm scheinbar noch kurze Zeit angezeigt. Folgen wir der Spur aus Seelenstaub. Huch, das war ein Wühlbären. Ich kann Langfinger nicht ausstehen, verstanden? Ja, ja. Dramatische Musik. So. Und jetzt ist wieder ein sonniger Tag im Paradies, denk hätte ich schon fast gesagt. Aber Takalinua ist im Moment alles andere als ein Paradies. Ratte. Tote Ratte. Hallo, Sebastiano. Da wäre noch was. Der Soldat Vasco ist tot. Sehr gut. Ich hoffe, er hat seinen Verrat teuer bezahlen müssen. Zeigt bei Severin keine Gnade. Ja, erstatte mir bald wieder Meldung. Er hat seinen Verrat sogar mit 200 Gold bezahlt. Der Soldat Severin wird dir keine Probleme mehr bereiten. Das ist eine großartige Nachricht. Er war des Ranges eines Kommandanten sowieso nicht würdig. Ich habe mich um die Deserteure gekümmert. Gut gemacht. Das wird den anderen eine Warnung sein. Hier hast du noch mal eine extra Belohnung. Oh, ist der großzügig. Ich weiß, wo der Wächter Horas steckt. Ah, endlich. Sag mir, wo er ist. Dann schicke ich sofort ein paar Leute, die ihn holen. Er hat die Insel verlassen. Tatsächlich? Und woher weißt du das? Ich habe mich umgehört. So, so. Dann höre ich mich auch mal um. Weit kann er ja nicht gekommen sein. Ja, den verraten wir nicht, finde ich. Was. Ich fand diesen Befehl von dir. Was ist das? Was hast du da? Zeig her! Ein Hinrichtungsbefehl. Von Gouverneur Di Fuego abgelehnt. Den hast du gestohlen. Hattest du einen Streit mit Di Fuego? Das geht dich nicht an. Und den Befehl nehme ich an mich. Und jetzt kein Wort mehr davon. Sonst wirst du wegen Diebstahls verhaftet. Sie werden uns nicht kriegen. Hm. Jetzt finde ich die Gestalt dieser Sebastiano. Der ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Sie werden uns... Ja, ja. Ich hoffe, wir können ja mal mit einer Nachtwache reden oder so, was die Fuego angeht, aber... Naja. So, hier ist wieder totes Land, aber dieses Speichern, das da gerade rechts am Bildschirm aufgetaucht ist, nutze ich einmal als, ja, Zeitpunkt, um hier meine Aufnahmepause zu machen. Da sind nämlich tatsächlich schon wieder stolze 6 Folgen im Kasten, die wollen erstmal verarbeitet werden, damit ich heute Abend vernünftig aufnehmen kann, weil 2 Aufnahmesessions schafft meine Festplatte nicht. So die 6 Folgen Rohdatei ist mal irgendwas mit 250 GB groß oder sowas. Das muss erstmal verarbeitet werden.
Ja, wir haben viel geschafft heute auf Takarigua und in der nächsten Aufnahme werden wir auf Takarigua auf jeden Fall fertig machen und werden uns wahrscheinlich auch schon nach Kalador aufmachen. Und ja, ich hoffe, diese Folgen haben euch Spaß gemacht. Mir gefällt das Let's Play bis jetzt sehr gut. Wir sehen echt viel. Wir machen viel, wir kommen voran. Es gibt viel interessante Dialoge, interessante Charaktere. Die Handlung ist auch sehr spannend, nimmt langsam Fahrt auf. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, die Folgen haben euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme von Risen 3 Titan Lords wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.